So, bevor wir jetzt irgendetwas anderes machen, sollte erstmal Terik in die erste Reihe. Dann sollten wir gucken, wie es mit den Pfeilen aussieht. Myrum hat nämlich nur noch 12. Und Jalle nur noch 4. Das ist gar nicht gut. Okay. Also kommen mal 4 hier rüber. Dann hat sie 8 und sie hat 8. 8 Schuss sind aber nicht besonders viel. Aber wir haben hier immer noch unsere Astralenergie und sonst müssen die Nahkämpfer halt mal ein bisschen länger draufschlagen. Das passt schon. Hier liegt ein großer Berg von Abfällen. Wollt ihr ihn durchsuchen? Nein, danke. Oh, es ist sehr verzweigt. Also eine einfache Höhle wird es nicht sein. In so einem großen Eingangsbereich. Wow. Und ich habe es weggeklickt. Was zur Hölle war das? Sah aus wie ein Bär. Hier. Ah, okay. Ihr stöbert einen dösenden Höhlenbären auf, der bei eurem Näherkommen allerdings sofort erwacht und sich laut brüllend aufbäumt. Zum Glück scheint er wirklich nicht streitsüchtig zu sein, denn er verfolgt euch nicht, als ihr um die Ecke fliegt. Glück gehabt. Okay. Können wir hier vielleicht Tiere bezaubern oder so? Mürren? Verständigung kann sie nicht. Ich hätte schwören können, wir hätten einen Zauber in der Richtung. Zauberfertigkeiten? Beherrschung Herr der Tiere. Das könnte es sein. Oder Verständigung? Nein. Veränderung? Nein. Na, das wird dann wohl der gewesen sein. Große Gier, große Verwirrung, Herr der Tiere minus 4. Sonst haben wir nichts. Wir können Tiere noch heilen, ja. Aber der schien nicht verletzt zu sein. Also gucken wir ganz kurz hier. Herr der Tiere hat sie minus 4. Sie hat minus 5. Sie hat minus 10. Okay, versuchen wir einmal ganz kurz Herr der Tiere. Unter Beherrschung? Warum kann sie nicht sprechen? Beherrschung? Herr der Tiere. Minus 4. Also ja, es ist sehr wenig. Aber Talana kann auch Transversale sprechen, obwohl der minus 4 ist. Na gut. Dann lassen wir den Bären einfach in Ruhe. Ist vielleicht auch besser so. Es ist wirklich sehr verzweigt. Oh. Der Goblin vor euch kann sich kaum auf den Beinen halten. Er liegt im Sterben und dennoch versucht er seinen Säbel zu ziehen. Wollt ihr kämpfen oder ihn stehen lassen? Wenn wir ihn stehen lassen, wird er auf jeden Fall um Hilfe rufen, also kämpfen wir. Die Sache erledigt sich ohnehin in just diesem Moment, denn der Goblin bricht vor euren Augen zusammen und ist tot. Ein Goblin. Ein verletzter Goblin. Wer hätte ja gerade gegen den Bären gekämpft? Das könnte natürlich sein. Wir sollten uns auf jeden Fall erstmal nicht zu weit vom Eingang entfernen, nur für den Fall, dass hier noch mehr Goblins sind. Genau. Noch viel mehr Goblins sind. Okay, 4 Stück. Das ist nicht wirklich schwer. Zu dahin. Ach, machen wir Computerkampf und keine Magie. Das geht dann so schon ein bisschen einfacher. Und vor allem auch schneller. Eine Elfe ist schon am Nahkampf, dann braucht sie auch keine Pfeile. Das ist soweit in Ordnung. Kommt mir das jetzt nur so vor, oder sind das etwas zähere Goblins? Der eine hat jetzt schon 9 Schadenspunkte bekommen und ist nicht umgefallen. Das letzte Mal, was wir getroffen haben, sind die schneller gestorben. Ah, okay. Also haben sie zwischen 10 und 11 Trefferpunkten. Hatten zwischen 10 und 11 Trefferpunkten. So, wir haben jede Menge Säbel im Angebot, die lassen wir mal liegen. Und bekommen genug Erfahrungspunkte, um einmal abzuspeichern. Na gut. So. Oh, Käfer. Aber wir stehen gar nicht so schlecht. Du kannst zwar gerade nichts machen. Aber ich hoffe einfach mal, dass die Käfer nicht zu viel aushalten. Du greifst mal den großen Schröter an. Ich glaube, das sind Hirschkäfer. Und das sind viele.
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie nach ein, zwei Schlägen umkippen. Sieht bisher aber nicht so aus. So, jetzt ist die Frage, wollen wir 4 Leute in der ersten Reihe haben oder 5? Das heißt, wir kriegen mehr Schaden ab, aber wir können auch mehr Schaden austeilen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir möglichst schnell möglichst viel Schaden verursachen. Also, machst du mal Platz. Und ich steuere schon wieder mit der Maus. So, aggressiv. Die versuchen natürlich alle, uns zu umringen. Und wir können unseren Schaden auch nicht wirklich gut verteilen. Und wir können nicht schräg zaubern. Ah, es ist alles ärgerlich. So, jetzt kommt die andere Elfe auch schon mal gar nicht mehr raus. Dann können wir eigentlich nur noch Computerkampf machen. Denn jetzt werden wir wahrscheinlich stundenlang jeder Held für sich gegen einen Schröter kämpfen. Gucken wir mal, wie das ausgeht. Das Einzige, was ich jetzt eigentlich machen muss, ist nur die Trefferpunkte im Auge zu behalten. Und im Notfall dann anzufangen zu heilen. Denn Talana kann ja schön hinter unserer Frontgruppe da hin und her laufen und immer denen, die es gerade braucht, einen Heilzauber verpassen. Yallen genauso. Ich glaube, Yallen war da hinten eingesperrt. Ja, genau. Also der Käfer vor Gerukon hat jetzt schon 2-mal einen abbekommen. Einmal für 5 und ich glaube einmal für 3. Also diese Viecher halten schon fast so viel aus wie ein Goblin. Das ist nicht gut. Besonders viel Schaden scheinen sie ja nicht zu verursachen. Aber allein die Tatsache, dass sie schon so viele Lebenspunkte haben, bedeutet wohl, dass wir den Rest der Folge einfach nur hier sitzen werden und zugucken, wie nach und nach ein Käfer fällt, alle 5 Minuten. Ja, auch doof. Aber na gut, können wir währenddessen nachdenken, was hier in der Höhle so ist bisher. Wir haben einen Bären gefunden, einen verletzten Goblin, der wahrscheinlich gegen den Bären gekämpft hat, eine ganze Gruppe von Goblins, also es waren nur 3 oder 4, aber trotzdem, es könnten hier noch mehr sein und wir haben richtig viele Käfer. Also wenn es eine ordentliche Goblin-Höhle wäre, also eine Art Zwischenstation für die oder Raubzuglager oder irgendwas in der Richtung, dann wären hier auf jeden Fall noch mehr Goblins und wahrscheinlich keine Käfer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche aggressiven Wesen dann in der Nähe von so einem richtigen Goblin-Lager überlebt hätten. Außer die Goblins haben irgendeine Möglichkeit, die Käfer zu beherrschen. Vielleicht haben die Schamanen ja solche Zauber. Oder sind deren Haustiere, irgendwas in der Richtung. Naja, bleibt uns eigentlich nur über, die Höhle weiter zu erforschen. Wenn wir es denn irgendwann mal schaffen, einen einzigen Käfer umzubringen. Was bisher immer noch nicht passiert ist. Na gut, ich trinke erstmal so lange einen kleinen Schluck Kaffee. So, Kaffee getrunken, immer noch keiner tot. Mann. Eventuell muss ich hier einen Zeitraffer benutzen. Und stellt euch mal vor, wir hätten den ganzen Kampf jetzt ohne Autokampf gemacht. Das hätte Ewigkeiten gedauert. Und ich hätte schwören können, Gerugans Käfer hätte gerade nochmal 6 Schaden oder so bekommen, er ist immer noch nicht tot. Das heißt, der Käfer von Gerugon ist jetzt schon bei 14 Trefferpunkten, die er abbekommen hat. Das heißt, er ist stärker als ein Goblin und stärker als ein Ork. Yay, erster Käfer tot. Sehr schön. Das heißt, Tirik hilft jetzt Yallen. Und danach müsste es eigentlich aufwärts gehen, weil nach und nach immer mehr Platz frei wird und die Helden dann zusammen auf einzelne Käfer schlagen können. Ja, wenigstens das. Nein, die Lücke wurde gefüllt. Und Tirik wechselt sein Ziel wieder. Schade. Also eigentlich könnte man jetzt fast den Autokampf ausschalten und dann Myrrim, Yallen und Tirik auf den einen Käfer schlagen lassen, anstatt jetzt auf 3 Ziele zu gehen. Aber so geht das auch schon irgendwie. Wird der Schaden zwar verteilt, aber solange er ankommt, reicht das ja. Und Gerugon hilft jetzt Gwendolyn. Sehr schön. Solange Gwendolyn auf dasselbe Ziel schlagen würde, wäre es auch echt praktisch. Aber anscheinend hat sie keine Lust. Nö. Hier könnten wir jetzt eigentlich mal Herr der Tiere probieren. Dann würde vielleicht einer der Käfer kurzzeitig für uns kämpfen. Aber da sie in dem Talent eh nur -4 hat und wir im Kampf den Zauber sprechen, wird es noch schwieriger sein. Das lassen wir mal.
Ich muss mich jetzt einfach nur in Geduld üben, bis die Käfer alle tot sind und mich dann freuen, wie viele Erfahrungspunkte wir bekommen. Denn es ist das erste Mal, dass wir gegen die kämpfen und wir kämpfen gegen richtig viele von denen, also müsste das einen richtig schönen, satten Bonus geben. Mit etwas Glück oder Pech, je nachdem wie man es sehen will, kriegen wir noch ein Level up. Also Glück, weil wir dann stärker werden. Vor allem auch stärker, wahrscheinlich Körperkraft erhöhen und so weiter. Aber auch andere Sachen halt. Vor allem auch Zauber. Aber halt der Nachteil ist, dass dann eine ganze Folge wieder drauf geht für Levelsteigerung. Aber es ist schon in Ordnung. Weil je höher wir sind, desto mehr Sachen können wir auch angehen, ohne groß Gefahr zu laufen. Zum Beispiel können wir später nochmal in den Turm vorbeischauen. Wir können, wenn wir noch ein, zwei Level haben, in die Piratenhöhle zurückkehren. Da gibt es ja immer noch eine Geheimtür, die wir nicht öffnen konnten, weil Gwendolins Schlösserknacken nicht hoch genug war. Das sollten wir auf jeden Fall auch noch nachholen. Und was haben wir noch? Die Zwingfeste haben wir jetzt endgültig ausgeräumt. Die Wegelager hier oben auch. Sonst bleibt nicht wirklich viel, was wir bisher so entdeckt haben und nicht beendet haben. Wie viele Käfer sind es jetzt eigentlich noch? 1, 2, 3, 6 Stück oder 7? Also wenn das jetzt nicht 100 Erfahrungspunkte oder so gibt, dann werde ich richtig grumpig für so einen langen Kampf. Also wirklich episch ist er ja nicht. Es dauert nur lange. Es ist nicht gefährlich, wir müssen keine Heiltränke benutzen, wir müssen keinen Zauber benutzen. Einfach nur stundenlang Käfer hauen. Und ich muss auch unbedingt darauf achten, dass die Helden alle schön mit Schwertern oder so angreifen und dass nicht aus Versehen irgendwas kaputt geht. Das würde das Ganze noch mehr in die Länge ziehen, wenn Terek jetzt die ganze Zeit nur mit Fäusten kämpfen würde zum Beispiel. Komm schon, noch ein Käfer. Ich will Hoffnung haben, dass der Kampf bald zu Ende geht. Lass ein Käfer sterben. Ich sehe überall Trefferpunkte landen bei den Gegnern. Und trotzdem kämpft keiner um. Na gut, noch einen Schluck Kaffee. Und? Ja. Und ich habe recht behalten. Meine Theorie war ja, dass wir bis zum Ende der Folge nur diesen Kampf haben. Und die Folge ist laut meiner Uhr in 1,5 Minuten um. Das heißt, ich werde überziehen müssen, um den Kampf gegen die Käfer bestehen zu können. Ach ja. Also das Spiel hat seinen Charme. Aber solche Kämpfe gehören nicht unbedingt dazu. Wenn ich jetzt kein Let's Play machen würde, würde ich wahrscheinlich aufstehen, irgendwas in Real Life machen und in einer halben Stunde wiederkommen. Was ja nicht so ganz Sinn des Ganzen ist. Hm? Und ich will auch gar nicht wissen, wie oft die Kampfmusik hier schon von vorne angefangen hat. Da waren gerade 9 Trefferpunkte auf einen Gegner. Also einmal ein normaler Angriff und einmal ein Riposte, also ein Konterschlag. Und jetzt schon wieder 4 auf den. Der hat jetzt gerade 15 oder 16 Trefferpunkte abbekommen, der Käfer vor Terek. Mann, die haben ja bald mehr Trefferpunkte als wir. Na also, 5 Käfer. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Also vor Yallen ist ein Käfer, um Myrm sind 2 Käfer, um Geogon sind 2 Käfer und vor Gwendolin, also 6. Soll ich Benny Hill Musik einspielen oder nicht? Das ist eigentlich nur die Frage. Oh, wir wurden da gerade stark getroffen. Nein, ein Käfer ist tot. Sehr schön, nur noch 5. Schaffen wir es noch vor dem Ende? Ne, 2 Sekunden noch. Dann ist vorbei. Na, nur noch 3 Käfer. So viel müssen wir gar nicht überziehen. Ah, Gwendolin ist auch schon angeschlagen. Ich habe ganz vergessen, zwischendurch auf die Lebenspunkte zu achten. Das ist gar nicht gut. Terek ist noch fast voll, Gwendolin ist angeschlagen, Myrm ist ziemlich angeschlagen. Ist aber alles noch machbar und Talana wurde befreit aus ihrem Gefängnis und kann jetzt auch mitprügeln. Auch wenn das nicht wirklich viel hilft, aber was soll's. So, nur noch ein Käfer. Und der letzte Schlag vom letzten Käfer. Komm schon.
Sehr schön. 180 Erfahrungspunkte. Na also. Kein Level Up. Wir sollten auf jeden Fall gleich uns heilen. Aber erstmal kommt Cut. Also Spielstand. Speichern 37. Denn meine Stimme verschwindet schon wieder. Also abgespeichert und wir sehen uns gleich wieder. Ich muss unbedingt daran denken, uns zu heilen. Also bis dann.